Gerade beschäftigt, den schnappen wir uns auch gleich nochmal. Ja, nehme ich erstmal mit auf eine Runde, beziehungsweise auf eine halbe Runde. Und den Rest, den seht ihr ja dann am Mittwoch. Na, also vor allem Abo dalassen. Nichts verpassen. Und jetzt sind wir in den modernsten Geschäften vorbeigekommen und hier haben wir eigentlich den Volksfestklassiker schlechthin. Hier hatten wir letztes Jahr nur den kleinen Biergarten, hier haben wir das jetzt wieder als große Zelt. Slush-Eis, also überhitzen muss heute glaube ich keiner. Praktisch ist auch überall an mehreren Ecken haben wir die Pläne. Kann sich keiner verlaufen, alles finden. Von der Organisation ist es absolut top. Ja, unser allseits beliebtes 7D-Kino. Poffertjes, ja. Ganze Wochenende noch keine Poffertjes gegessen. Was sagst du, mein Großer? Ich habe gegessen Mini-Huggies. Mini-Huggies? Oh. Oh, Soft-Eis, also in die nächste Abkühlung. Hier geht's hoch hinaus. 40 Meter. Mitfliegen hinein für den nächsten Flug. Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another life for me. When I ask about it. Die letzte Runde, Freunde, eine gibt's noch. Letzte Runde, Finale. Gut. Ja, Cheesebox. Wieder Krebs. Ja, Platz füllt sich langsam, aber es ist auch gar kurz nach Eröffnung.
Eisbox. Back to the base, ihr habt's geschafft. Put your fucking hands up! Put your fucking hands up! Alles, alles, alles!
Car Wash, den hatten wir ja letzte Woche erst in Hildesheim. Gibt vielleicht eine kleine Abkühlung. So, was wir hier gerade zu haben, wo wir die Rückwand von sehen, was ist es? Ruhig mal hier unten in die Kommentare reintickern, was es ist. Na? Weil im Endeffekt weiß ja jeder, was es ist. Hier rechts gibt es noch lecker Langosch. Hier haben wir dann die Großverlosung. Große Verlosung, große Preise. Hier gibt es noch ein bisschen was zu futtern. Holländische Pommes. Müssen wir gleich unbedingt probieren. Sind die besten überhaupt? Weil ich habe schon lange nichts mehr gegessen. Also eigentlich heute noch gar nicht. Ja, Hotshot, die Bungee-Kugel. So, adios. €15, aber auch absolut gerechtfertigt, wenn man überlegt, die Seile halten auch nicht ewig, die müssen regelmäßig getauscht werden und damit meine ich nicht alle 2 Jahre. Und da sind natürlich auch gewaltige Betriebskosten hinter, ja. Wenig Strom, aber durchaus gerechtfertigt der Preis. Ja, mal Maul werfen, ja. Da geht's aufs richtige Timing. Hier haben wir die Crazy Maus. Das müsste eigentlich auch ein Spinning sein, ein Spinning Coaster. Gegenüber den Jaguar Express. Heute kommen wir mal von der anderen Seite. Sagen wir mal hallo. Servus! Guten Tag! Keine Bild- und Tonaufnahmen bitte. Das okay. Ist untersagt. Okay. Und die müssen Sie sich kennzeichnen, junger Mann. Ich bin gekennzeichnet durch die Kamera. Komm her.
ja, eine große Kasse, Mensch. Ja, die Chefebene. Ja, das ist ein Spinning Coaster. Da will Bibi bestimmt auch gleich mitfahren, so wie ich die kenne. Hier haben wir dann das Nostalgie-Riesenrad von Weber. Churros, also verhungern muss man nicht hier heute. Und nee, also wirklich verhungern muss man auf dem Platz hier auch nicht. Na, wir machen uns gleich ran, machen noch ein paar On-Rides. Wo wir können, wo wir dürfen. Ja, jetzt ist, glaube ich, auch dem Letzten klar, was es ist. Da gibt es auch noch auf jeden Fall frische Off-Rides. Da drehen wir noch ganz gerne nochmal um.
Auch wie ich gerade so gesehen habe, haben wir eine Eintracht Braunschweig-Fan an Bord. So, einmal aufzeigen, die Braunschweig-Fans sind an Bord. 2, 3, 4. Komm, ich mach mich jetzt mal richtig sympathisch für euch. Also richtig, so richtig, richtig. Ich ist zurück, immer weiter Stück für Stück. Oder, weißt du, wer das ist? Das ist die Mannschaft, die jedes Jahr wieder gewinnt. Derby. Ja. Weißt du noch das Jahr? Das war witzig. Als Braunschweig 1-0 geführt hat in Hannover und alle so entstand 4-1 Hannover und alle so
Ja, und wer das letzte Video genau gesehen hat, der wird jetzt auch merken, dass der Plan sich doch noch etwas geändert hat. Gegenüber dem, was ich hatte, was ich beim Aufbauvideo erzählt habe. Weil ausgemessen wurde die Time Factory. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das jetzt mal hier oben. Und dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Aber der Super Hauptsack geht natürlich auch gut ab. Hier war wieder Krebs. Pizza. Papa Schätzlein, ne? Nächste Großverlosung. Wir haben einen Mops, der wird auch verwöhnt. Wir sind Mops-Fans. Also ich liebe Möpse über alles. So ein kleiner Schwarzer ist das. Schon alt. Schon 15 Jahre alt. Ja. Ein Möpse. Also ich bin begeistert von Möpse. Ich habe einen kleinen Möpse. Ich habe einen So, und jetzt haben wir hier die Geisterbahn und dann haben wir den Rundgang einmal geschafft. Ganz offensichtlich mit Live-Erschrecker. Okay.
So, und jetzt haben wir den ersten Rundgang geschafft.